Sonne, Hitze, Festivalstimmung. Viele Feiernde eng beieinander und dann noch Alkohol. Da kann es auch mal zu Situationen kommen, in denen man sich unwohl fühlt. Dann sind sie da, die Awareness-Mitarbeitenden. Awareness heißt übersetzt Bewusstsein und steht hier auf dem Kessel-Festival für bewusstes Feiern. So, dass es allen gut geht. Wenn dann aber mal etwas passiert, begleitet die Crew die betroffene Person nach Panama. Ein kleiner Rückzugsort mit Seelsorgern. Das war der Geschäftsführung schon länger wichtig. Ich habe gesagt, wir bieten das an. Es gibt ja verschiedene Dinge, warum man sich unwohl fühlt. Ich bin auf einem Festival, ich bin emotional überwältigt. Das kann ja zu viel sein. Es kann ja einfach auch nur zu warm sein und ich möchte meine Ruhe haben und ich möchte mit irgendjemandem sprechen. Das Konzept hat der Geschäftsführer des Kessel-Festivals von großen mehrtägigen Musikfestivals übernommen. Dazu gehört auch das Codewort Panama. Oder wo geht's nach Panama? Diese Frage kann auch an der Bar gestellt werden. Das Personal informiert die Awareness-Crew dann über Funk. Hier will jemand in den Rückzugsort Panama oder braucht einfach so Hilfe. Die Besucherinnen und Besucher finden das Angebot gut. Ich finde auf jeden Fall, weil ich glaube, da ist die Hemmschwelle einfach viel geringer, dass man jetzt egal zu wem, zum Barpersonal oder auch sicher jeder drauf geschult, einfach dieses Panama-Wort sagt. Ich finde es auch cool, so allgemein als Veranstalter das so ein Statement zu setzen, dass man da halt eben sensibel für ist. Generell gut, weil ich glaube, jedes Mädchen schon mal so Erfahrungen gemacht hat oder das nachvollziehen kann und sowas dann doch öfter passiert und manchmal kann man sich aus den Situationen einfach nicht so gut rausnehmen. Oder auch für Männer, die Schwierigkeiten haben, weil sie zu viel getrunken haben und jetzt nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Ich glaube, dafür ist es auch da, oder? Ja, denen hilft das auch ziemlich gut, will ich meinen, gell? Bis zum Nachmittag hat heute laut Veranstalter noch niemand den Rückzugsort Panama genutzt. Doch es wird auf jeden Fall voll sein auf dem Cannstatter Wasen. Da kann ein Rückzugsort nicht schaden.